Bei allen Marketingthemen und auch beim Online- und Mobile-Marketing geht es darum, ganz wichtig, erstmal seine Zielgruppe zu kennen. Es ist, man darf also wenig von seinen eigenen Vorlieben ausgehen, sondern muss erstmal wissen, wen will man ansprechen, sprechen. Und dann ist es natürlich auch sehr nützlich zu wissen, über welche Medien erreicht man diese Zielgruppe. Und in der Mediennutzung hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan. Und was sich da jetzt alles so im Markt geändert hat, das möchte ich mit Ihnen anhand einer kleinen österreichischen Familie mal präsentieren. Sie sehen hier, wir haben eine vierköpfige Familie, den Vater Robert, die Mutter Caroline, beide Mitte 40, zwei Kinder, die Lisa 16, der Sohn Martin 12 Jahre. Die Eltern haben bald Hochzeitstag und der Vater, ein aufmerksamer Ehemann, möchte seiner Frau eine Freude machen und hat sie zu einem Ball eingeladen. Er holt sein Smoking raus und merkt, dass die letzten Jahre nicht ganz spurlos auf seinen Hüften vorbeigegangen sind. Und was tut er? Er bringt seinen Smoking, er sucht sich auf seinem Smartphone eine Änderungsschneiderei in der Nähe und bringt den Smoking hin zum Ändern. Seiner Frau sagt er natürlich nichts, da sagt er, der Anzug war in der Putzerei. Aber das ist ein anderes Thema. Die Mutter, Caroline, will ihrem Mann natürlich auch eine Freude machen und sie weiß, ihr Mann ist ein großer Flugzeugfan und sie will ihm einen Flug mit einem historischen Doppeldecker schenken. Und was tut sie? Sie schaut auf einer Suchmaschine nach einem Anbieter in ihrem Heimatland Kärnten, nach einem Anbieter für Flüge mit historischen Doppeldeckern. Also auch hier die Suche online über ein Suchportal. Und ihr Geld verdient die Caroline mit Klavierstunden. Und um diese Klavierstunden zu vermarkten und Schüler zu finden, hat sie sich natürlich eine Webseite eingerichtet und betreibt effizient Online-Marketing, um die entsprechenden Schüler zu finden. Die Tochter Lisa, die tut ihrer Mutter auch was Gutes. Sie sehen, es ist eine wirklich nette Familie. Die Tochter Lisa will ihrer Mutter eine Freude machen. Sie hat nämlich über Facebook einen Link erhalten, der auf einen Flohmarkt für Noten, für seltene Notenblätter hinweist und schickt diesen Link über Facebook an die Mutter weiter und ist sich ganz sicher, dass sie da enorm bei der Mutter Pluspunkte schaffen kann und machen kann. Und das ist in ihrem Fall auch ganz wichtig, denn die gute Lisa hat sich nämlich ein Tattoo stechen lassen, ohne Wissen ihrer Eltern. Und sie wiederum hat jetzt Angst, dass das Ganze beim geplanten Thermenwochenende auffliegt. Und jetzt sucht sie im Internet nach Pflastern, die wirklich wasserfest sind, damit sie diese kleine Sache, die ihren Eltern wahrscheinlich nicht gefallen wird, verdecken kann und dieses Thema nicht weiter im Familienrat besprochen werden muss. Und der Sohn, der kleine Martin, der 12-jährige Martin, ist ein großer Fußballfan und er weiß ganz genau, seine Karriere wird auf dem grünen Rasen stattfinden. Und sein großes Idol ist David Beckham. Und was macht er? Er hat sich auf YouTube sämtliche Videos von seinem Fußballstar angeschaut. Und jetzt sucht er online nach einem Trendfriseur, der ihm zumindest mal dieselbe Frisur wie David Beckham machen wird, damit er zumindest mal äußerlich schon mal dem großen Idol nahe kommt. Also Sie sehen schon, Österreichs Familien, der Alltag der österreichischen Familien spielt sich sehr, sehr massiv online und mobile ab. Das ist unsere Welt, in der bewegen sich die Konsumenten heutzutage. Und dieses Verhalten, dieses Mediennutzungsverhalten, das
spiegeln auch sämtliche Umfragen wider. Also alle Studien sagen uns, dass 80% der Österreicherinnen und Österreicher über 14 online im Internet unterwegs sind. 5,7 Millionen Menschen nutzen das Internet. Und das Interessante ist, das Internet wird nicht nur genutzt zum Zeitvertreib, sondern hier suchen und finden kaufwillige Konsumenten die Anbieter, bei denen sie dann Produkte und Dienstleistungen kaufen werden. Also für Unternehmen ist das ein wahnwitzig großes Potenzial, um ihre Kunden zu entdecken. Und das geht natürlich nur, wenn man auch online ist. Eine Firma kann bei diesem Spiel nur mitmachen, wenn sie einen vernünftigen Internetauftritt hat. Und was muss man tun? Das A und O dieses Auftritts, das ist natürlich die Webseite. Eine Webseite, die online und mobile funktioniert. Ohne zu einem Internetauftritt in dieser Form wird es heutzutage wohl nichts mehr werden mit den Unternehmen. Und dann, wenn man diese Webseite hat, dann kann man sich überlegen, was tut man, um Besucher auf die Webseite zu bekommen. Dann muss man sich überlegen, macht man Suchmaschinenkampagnen, Online-Kampagnen, arbeitet man mit Social Media, macht man vielleicht Remarketing, betreibt man Empfehlungsmarketing. Dann gibt es eine ganz, ganze Menge an Aktivitäten, um die entsprechenden Besucher, um den Traffic auf die eigene Webseite zu bekommen. Aber zuerst muss eine Webseite her. Und die Webseite, das soll natürlich nicht irgendeine Webseite sein, sondern es muss eine sein, die wirklich gut ist und die wirklich gut funktioniert. Und wir von Herold haben 5 Faktoren identifiziert, die ganz essentiell sind und darüber entscheiden, ob eine Webseite gut arbeitet oder eben nicht. Und ich möchte jetzt ganz kurz mit Ihnen diese 5 Faktoren anschauen. Da haben wir also erst einmal das Thema Benutzerfreundlichkeit. Also ganz klar, eine Webseite muss benutzerfreundlich aufgebaut sein. Kein User, kein Nutzer wird lange herumsuchen wollen, um zu den entsprechenden Informationen zu gelangen. Die Webseite ist eigentlich nichts anderes als ein Geschäftslokal. Auch ein Geschäftslokal wird man so einrichten, dass der Kunde, der von der Straße das Geschäft betritt, sich schnell zurechtfindet, schnell weiß, wo sind vermutlich welche Produkte abgestellt. Also auch das ist bei der Webseite zu beachten. Eine übersichtliche Struktur, eine einfache Navigation und eine einfache Bedienung. Das ist ganz wichtig. Dann natürlich der Content. Texte müssen kurz und prägnant sein. Kein Mensch will heute lange Romane lesen. Jeder will sich schnell informieren, will persönlich angesprochen werden. Ganz wichtig auch der sogenannte Call to Action. Man muss den Besuchern auf der Webseite sagen, was man eigentlich von ihnen will. Will man, dass sie sich vielleicht einen Termin ausmachen? Will man, dass sie anrufen? Will man, dass sie ein Kontaktformular ausfüllen? All das muss man ganz präzise den Nutzern auf der Webseite sagen. Wenn man es nicht tut, dann werden sie es auch nicht machen und ihre Webseite wird nicht den gewünschten Erfolg haben. Bilder, auch ganz wichtig. Bilder können Emotionen erwecken und so natürlich auch ihre Message fördern und unterstützen. Das Design, klar, so wie der Content, da muss natürlich das Design auch zu Ihrem Unternehmen passen. Ein Kindermodengeschäft wird anders auftreten als ein Weinhändler. Also Design und Content müssen eng zusammenpassen.
Das Design ist auch ein wichtiges Hilfsmittel, um die gewünschte Strukturierung auf Ihrer Webseite zu erreichen und dem User zu helfen, sich auf Ihrer Webseite zurechtzufinden. Technik, auch ganz, ganz wichtig natürlich. Ihre Website muss sich schnell öffnen. Kein User wird lange warten, bis sich ein Flash-Animation aufbaut oder bis überhaupt die Seite entsprechend aufgebaut ist. Ja, das muss alles ganz schnell gehen, sonst ist der User schon längst weg und im schlechtesten Fall bei einem Mitbewerber. Barrierefrei muss es sein und natürlich für alle Browser optimiert sein. Und ganz, ganz wichtig das Thema Suchmaschinenoptimierung. Eine Webseite, die nicht suchmaschinenoptimiert ist, werden Sie nicht viele Besucher bekommen. Nicht? Ihre Webseite muss auf Google und auf allen anderen Suchmaschinen gelistet werden. Und dafür gibt es zahlreiche Maßnahmen, die bei der Programmierung Ihrer Webseite beachtet werden müssen und die dann auch durch sogenannte Off-Page mit Aktivitäten noch gefördert werden können. Also diese Punkte sollte man bei der Erstellung einer Webseite unbedingt beachten, um den gewünschten Erfolg zu bekommen. Und dann natürlich, wenn man die Webseite hat, muss man ganz klug damit umgehen und die Adresse natürlich an allen möglichen, auch Offline-Möglichkeiten publizieren. Auf Ihren Rechnungen, auf dem Briefpapier, auf Visitenkarten. Ganz logisch und klar, dass da die Website-Adresse gefunden werden sollte. Firmenfahrzeuge, in der Signatur Ihrer E-Mails, also überall da gehört natürlich die Web-Adresse kommuniziert, damit Sie auch da die Bekanntheit fördern. Ganz interessant auch QR-Codes, über die man mit dem Handy direkt auf Ihre Webseite kommen kann. Abgesehen von der Online-Nutzung, die wir jetzt gerade besprochen haben, hat sich in den letzten Jahr und in den letzten Monaten ein weiterer Trend im Mediennutzungsverhalten ergeben. Und zwar ist das die mobile Nutzung. Ich habe Ihnen auch hier wieder so ein paar Zahlen mitgebracht. 95% der Österreicher ab 14 besitzen mindestens ein Handy. Die Betonung liegt auf ein Handy. Viele haben 2, 3, noch mehr Handys und Smartphones. Und ganz interessant hier auch, die Konsumenten, die telefonieren schon auch damit, ja. Aber ganz wichtig und ganz interessant ist, dass mit diesen Smartphones die Internet-Usage abgewickelt wird. Sie sehen hier die Zahlen von Integral, ganz relativ neue Zahlen. Surfen mit dem Smartphone, mit dem Handy 64% der Nutzer im Internet. 49% suchen nach Adressen und Telefonnummern, was uns als Herold natürlich besonders freut. 48% nehmen es für die geografische Orientierung und 37% suchen über das Smartphone nach Anbietern von Produkten und Dienstleistungen. Also auch hier wieder diesmal über das mobile Device, über das mobile Endgerät. Und ganz wichtig ist, dass die Conversion von einer Suche und vom Finden eines Kontakts zur aktiven Nutzung ein sehr kurzer ist. Hier haben wir eine Untersuchung von Google, wonach 95% der Nutzer lokale Informationen in ihrer Umgebung suchen und dann auch sehr schnell wirklich aktiv werden und dann mit der gefundenen Firma in Kontakt treten, anrufen, vielleicht sogar persönlich vorbeigehen,
jedenfalls zu einem ganz hohen Ausmaß innerhalb von 24 Stunden Kontakt aufnehmen. Und das ist natürlich eine enorme Rate, eine Konvertierungsrate vom Finden eines Kontakts zur Kontaktaufnahme und dazu wirklich mit dem jeweiligen Unternehmen in Kontakt zu treten. Und das ist auch ganz klar, man kann das ganz gut nachvollziehen, dass diese Zahlen ihre Berechtigung haben, nämlich wann sucht man mit dem mobilen Endgerät, mit dem Handy, mit dem Smartphone nach einem Anbieter? Naja, dann, wenn man wirklich einen akuten Bedarf hat, dann will man jetzt und sofort eine Lösung haben. Und daher ist natürlich die Kontaktwahrscheinlichkeit eine sehr hohe und auch die Kontaktaufnahme per Anruf oder per persönlichen Besuch auch sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und wir als Herold selbst haben das auch sehr stark bei der Nutzung unserer mobilen Anwendungen gesehen. Wir haben im letzten Jahr einen raketenhaften Anstieg unserer Nutzung von Herold Mobile gesehen und sehen den eigentlich von Monat zu Monat enorm ansteigen. Also wir sehen jetzt wirklich über 2 Millionen Zugriffe im Monat auf unsere mobilen Anwendungen, eine wirklich enorme Zahl. Ganz wichtig auch für den Unternehmer mit einer mobilen Webseite, dass er sehr viele Traffic-Möglichkeiten nutzen kann. Konsumenten schicken sich Postings auf Facebook über das Smartphone mit Postings, mit Links zu Unternehmen, die dann über das Handy oder über das Smartphone geöffnet werden, direkt mobil. Oder QR-Codes habe ich schon genannt, auch ganz wichtig. Man fotografiert einen QR-Code mit dem Smartphone ab und kommt direkt zur Webseite des jeweiligen Unternehmens. Oder man schickt sich eine SMS mit einem Link zu einem Unternehmen, das man einem Freund empfehlen will. Man schickt E-Mails, ebenfalls mit Smartphone, mit einem Link. Und über den Link, der Empfänger öffnet den Link und ist direkt auf der mobilen oder ist direkt auf der Website des jeweiligen Unternehmens. Also eine Fülle von Möglichkeiten, den Traffic auf einer Webseite zu erhöhen. Ja, das Ganze klingt sehr gut, funktioniert aber nur, wenn man auch wirklich eine professionelle mobile Webseite hat. Wenn man diese nicht hat, dann hat der User diesen Eindruck, dann hat er das Gefühl, er schaut durch ein Schlüsselloch und sieht da natürlich nur einen Bruchteil der Informationen, die ihn eigentlich interessieren. Was ich damit sagen will, eine Webseite muss für mobile Endgeräte optimiert sein, sonst funktioniert das nicht. Sie sehen hier an dem Slide eine Darstellung einer Webseite, wie sie über einen PC aufgerufen wird. Sie sehen ganz fein die Ansicht am Computer, perfekt. Wenn sie nicht optimiert ist, die Website, und mit einem mobilen Endgerät aufgerufen wird, dann hat der User leider einen sehr schlechten Eindruck. Dann sieht er nämlich nur die Hälfte von der Webseite und ist gezwungen, hin und her zu scrollen, um überhaupt die Informationen zu der Firma zu finden. Richtig ist es, wenn die Webseite für mobile Endgeräte optimiert ist, dann hat der User sofort den perfekten Eindruck und hat die Informationen zu dem jeweiligen Unternehmen auf den ersten Blick, genauso wie man es erwarten würde. Und man soll nicht unterschätzen, die Wichtigkeit dieser mobilen Optimierung einer Webseite. User können Firmen bestrafen mit ihrer Ignoranz, wenn mobile Webseiten nicht wirklich gut gemacht sind.
Ich habe Ihnen hier die Zahlen von einer Google-Untersuchung mitgebracht. Also User, die keine mobile Webseite vorfinden, sind auch ganz schnell wieder weg und vielleicht dann sogar schon bei der Konkurrenz und empfehlen definitiv nicht ein Unternehmen weiter, das nicht mobil auch wirklich gut präsent ist. Ja, aber das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja wirklich professionell gemachte mobile Webseiten haben. Und jetzt ganz kurz ein Überblick, worauf es bei der mobilen Webseite wirklich ankommt. Übersichtlichkeit ist das A und O. Sie haben ja nur wirklich ein kleines Display zur Verfügung und da müssen die Informationen ganz gut und übersichtlich dargestellt werden. Alle wichtigen Informationen müssen auf einen Blick erfassbar sein. Ein User möchte nicht rauf und runter scrollen auf der Suche nach den eigentlichen Informationen sein. Die Öffnungszeiten, USPs eines Unternehmens müssen auf den ersten Blick erkennbar sein. Und man muss, der Grundsatz in der Kürze liegt die Würze, klingt, ist hier insbesondere wichtig. Der Text, der sollte eigentlich nicht länger als 2 SMS ausmachen. Das ist schon mehr als genug für dieses kleine Display. Und ganz, ganz wichtig ist, dass die Kontaktmöglichkeiten sehr prominent dargestellt werden. Der Button für den Anruf, um dann direkt anrufen zu können, der Button für ein E-Mail, der Button für die Planung der Route muss ganz prominent platziert sein. Denn wir haben ja vorhin schon gehört, gerade bei der mobilen Nutzung will der User sehr schnell in Kontakt treten mit dem jeweiligen Unternehmen. Ja, wenn Sie also jetzt eine Online-Webseite haben, dann ist das sehr fein und der Schritt zur mobilen Webseite ist kein allzu großer mehr. Der Content muss eben heruntergebrochen werden auf das kleine Display. Man muss sich wirklich sehr, sehr gut überlegen, welche Botschaft will man dem User mitgeben. Man muss natürlich wirklich sehr genau darauf achten, dass die Webseite auf den unterschiedlichsten mobilen Endgeräten auch wirklich funktioniert. Also testen ist ein Must bei der mobilen Webseite. Natürlich hat man auch eine mobile Adresse und man sollte darauf achten, dass die Online-Adresse automatisch zur mobilen Adresse umgeleitet wird. Und auch hier, wie bei den anderen Webseiten, wie wir das schon besprochen haben, gilt, dass auch die mobilen Websites für Suchmaschinen optimiert sein sollen, nämlich auch über Google und über andere Suchmaschinen passiert natürlich der große Traffic und kommt der Traffic. Ja, ich habe Ihnen jetzt einen kleinen Eindruck von den enormen Möglichkeiten des Online- und Mobile-Marketings vermitteln können. Es gibt natürlich 1000 Fallstricke, leider auch, aber die es einfach zu überwinden gibt. Und wenn Sie darüber mehr hören wollen, dann freue ich mich, wenn Sie uns an unserem schönen gelben Stand noch in der Pause besuchen kommen oder vielleicht auch mit dem Herold morgen Kontakt aufnehmen. Vielen herzlichen Dank.